In the beginning, we had the idea to engage the kids with their natural environment in a little bit different and creative and inspiring way. And we get in touch with Bloomberg Miele and also with some local artists from Unkunst and prepare this kind of activity, which hopefully will make the kids fall in love with the forest. Es ist ein schöner Ansatz, wie die Kinder die Natur entdecken können, weil wir stellen einfach Raum, wo die sich mit Fragen befassen können. Und da geht es nicht um Artenkenntnis, sondern vielmehr um Entdeckungen, die man machen kann. Und Buchenwald ist eine faszinierende Welt. Also ich habe ein ausgedachtes Insekt gebastelt. Hier vorne soll der Kopf sein, hier die Flügel, hier hinten ist dann der Schwanz. Meine Idee war, eigentlich nur drauf loszubasteln und dann ist das rausgekommen. Das Besondere an der Kreativwald-Ferienaktivität ist, dass die Kinder erstmal einen Tag den Weltnaturerbe Buchenwald Krumsin entdecken und erleben konnten und dass sie dann die Eindrücke, die sie dort bekommen haben, jetzt kreativ umsetzen. Das ist eine Libelle. Ja, wir waren ja gestern im Wald und haben den Wald wahrgenommen und die Aufgabe war, aus den Fundstücken und aus den Impressionen heute etwas ganz Eigenständiges zu machen. Wir sollten einmal ein Bild über den Wald malen, also wir sollten uns eine Stelle setzen und dann haben wir was abgemalt. Dann sollten wir die Stelle abmalen. Ich habe das da abgemalt. Wir haben beide Masken gemacht und die Fähnchen haben wir dran gemacht, damit, wenn wir rennen, dass es dann so aussieht, als würden die fliegen können, wie so eine Art Flügel. Ich habe mir erstmal eine Maske gemalt und dann habe ich mir eben noch ein paar Sachen von Wald drauf gemacht. Zum Beispiel wie das Moos und das Blatt. War es ganz wichtig, dass die Kinder selber so auch in diese Rollen schlüpfen, ne? In die Wesen. Und das ist immer sehr schön in Form von einer Maske, also wenn man so ein Gesicht vor sich hat und dieses Gesicht gestalten kann, eben nach dem, was wir erlebt haben im Wald und auch nach dem, was wir gehört haben, überall die ganzen verschiedenen Wesen im Wald und nicht nur Tiere, sondern auch Fantasiewesen, wie das zum Beispiel. Und es ist vielleicht der Waldmensch, der Waldschrat. Ich glaube, dass so eine Ferienaktivität, die auch die Kreativität anregt, nochmal eben ganz andere Sinne anspricht. Die Natur ist der große Impulsgeber, der große Anreger. Aber was die Kinder daraus machen können oder überhaupt jeder Mensch daraus machen kann, ist dann wieder eine neue Schöpfung. I would say that the kids were super engaged and just having fun, running around and just felt like they had a really good time. Ich glaube, einige Kinder sind sehr glücklich. Aber wahrscheinlich alle.